Die ersten Trainingstage sind jetzt durch, jetzt auch schon das erste Testspiel. Wie fällt denn dein Fazit jetzt erstmal zum Saisonanfang auf? Ja, man hat natürlich sich ein paar Sachen vorgenommen. Das ist natürlich so in der Schnelle auch nicht so ganz umsetzbar alles, aber ich glaube, wir sind alle dabei, den Jungs eine vernünftige Basis zu geben. Wir haben am Freitag einen vernünftigen Laktattest gemacht, haben am Samstag sehr intensiv trainiert, heute früh auch nochmal. Bei der Hitze auf dem Kunstrasen haben wir das, glaube ich, sehr, sehr vernünftig gemacht. Erste Halbzeit sicherlich vom Ergebnis her nicht so, zweite Halbzeit deutlich besser. Ja, ich hoffe, dass auch sich jetzt keiner weiter verletzt hat. Und wenn wir morgen weiter agieren, versuchen, den nächsten Step zu machen bis zum Trainingslager. Ja, aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr positives Fazit bis jetzt. Wie viel Spaß macht dir denn bis jetzt die Arbeit mit der Mannschaft und auch die Arbeit bei Fortuna Düsseldorf? Also es macht mir unglaublich viel Spaß, weil sehr, sehr viele Leute mit ganz viel Engagement dabei sind, viel richtig machen wollen. Wir machen alle gemeinsam Fehler, wir bügeln sie wieder aus. Das ist so ein bisschen momentan das Credo in dem Verein. Es sind ganz viele, viele Leute, wenn ich an Libo denke, an Sebastian denke, die mit ganz viel Herzblut dabei sind. Wir versuchen parallel die Mannschaft zu verstärken, telefonieren viel mit Spielern. Ja, momentan genau das, so wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, die ersten Trainingstage sind ja schon vorbei, auf erstes Testspiel jetzt. Wie ist es bisher in der neuen Saison? Ja, bisher ganz gut. Natürlich, ein paar neue Gesichter sind natürlich da. Das muss ich natürlich erstmal finden. Und ich denke aber, das haben wir heute zum Beispiel im Test ganz gut gemacht. Ja, erste Halbzeit hätte man gut und gerne schon viel früher führen können. Gehen wir unnötig in Rückstand. Aber im Großen und Ganzen haben wir das dann gut gedreht und sauber zu Ende gespielt.